Herzlich willkommen zu der ersten Folge Minecraft Kotlin Programmierung. Und ja, sau viel haben mich gefragt, da ich persönlich komplett von Java auf Kotlin umgestiegen bin, ob ich denn nicht mal zeigen kann, wie man Minecraft Plugins in Kotlin programmieren kann. Und genau das werde ich euch heute jetzt zeigen. Dafür brauchen wir IntelliJ. Wenn ihr IntelliJ mit den nötigen Plugins noch nicht installiert habt, dann schaut mal den zweiten Link in der Beschreibung unten. Da habe ich euch nochmal ein Video verlinkt von meinem ersten Minecraft Java Tutorial. Da zeige ich euch, wie man IntelliJ mit den nötigen Plugins einrichtet. Deshalb springen wir jetzt direkt schon in IntelliJ rein und machen ein neues Projekt auf. Das Ganze machen wir mit dem Minecraft-Plugin, das ich euch auch in dem Video gezeigt habe, wie ihr das installieren könnt. Und machen uns hier ein Paper-Plugin. Ich benutze jetzt die Project SDK 14 Java. Das ist in Ordnung, weil wir als Grundbasis immer noch Java benutzen. Wir werden nur mit Kotlin dann drauf programmieren. Das Ganze erkläre ich euch im Laufe der Reihe, was Kotlin eigentlich so ist und wofür wir es benutzen. Wir machen jetzt einfach hier eine Group-ID net.million. Als Artifact-ID nehmen wir zum Beispiel Tutorial-Plugin. An sich könnt ihr einfach standardmäßig hier eure Domain umdrehen von eurem Server und da dann das Plugin, was ihr benutzen wollt. Das braucht ihr aber ansonsten normalerweise nur, wenn ihr dieses Plugin als Dependency für ein anderes benutzen wollt. Und das ist jetzt erstmal ein bisschen zu weit drinnen. Das heißt, wir klicken hier auf Next, sagen dann, okay, wir wollen hier Minecraft Version 1.16.3 haben. Als Beschreibung machen wir Hallo Welt. Autoren können wir mich reinschreiben oder ihr euch. Website können wir zum Beispiel Million eintragen. Million.net und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt noch das Punkt hinkriegen würde, dann wäre es auch richtig. Depend und Soft-Depend machen wir, wenn überhaupt später, wenn wir es brauchen. Log-Präfix können wir noch setzen, um gelockt immer das Ganze als tut zum Beispiel zu haben. Und dann klicken wir mal auf Next und benennen das ganze Ding um. Und zwar in Tutorial-Plugin. Das Ganze schiebe ich noch schnell in den Minecraft-Ordner rein. Das ist jetzt einfach nur meine Strukturierung, das dürft ihr machen, wie ihr wollt. Das Ganze unten hier lassen wir so und klicken dann auf Finish und hier auf Create, dann wird ein neues Projekt erstellt. Hier dieses Maven-Fenster, das können wir hier unten rechts mit Maven schließen. Und dann müssen wir einmal kurz warten, bis die ganzen Sources runtergeladen sind. Aber das geht jetzt recht schnell, da hier jetzt noch nicht so viel benötigt wird. Und dann sind wir jetzt auch hier schon drin in unserem Tutorial-Plugin. Das können wir hier links auf der Seite aufklappen. Wenn ihr dieses Projektfenster nicht seht, könnt ihr einfach Doppelklick auf eure Klasse da oben machen. Dann seht ihr das. So, und jetzt sollte euch etwas auffallen. Hier steht Java und da steht Java. Und irgendwie ist das alles Java und nicht Kotlin. Genau dafür hat IntelliJ was sehr, sehr Schönes. Wir können nämlich einfach hier auf unsere Klasse Rechtsklick machen. Wenn IntelliJ schon gestartet ist. Und dann ganz unten Convert Java File to Kotlin File. Und wenn wir das machen, sagt er uns, ja, hier, dein Projekt ist noch gar nicht für Kotlin ausgelegt. Willst du das jetzt tun? Und dann sagen wir, ja, wir wollen ein Kotlin-Projekt machen über alle Module. Und wir wollen hier die Kotlin-Compiler und Runtime-Version 1.4.20 RC nehmen. An sich ist es egal, welche ihr dann nimmt. Hauptsache 1.4, damit wir auch die allerneuesten Features haben. Wenn ihr das einmal getan habt, dann solltet ihr hier in der POM landen. Und hier sollte ganz viel mit reingeladen werden, was alles jetzt noch nicht so ganz geht. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Denn wir machen jetzt hier noch ein bisschen was. Wir wollen jetzt Java auch noch auf 1.14, auf der Java 14 haben. Deswegen schreiben wir hier auch Java Version 14 hin. Jetzt mal gucken, hier unten steht auch noch JVM Target. Können wir auch 14 machen. Oder wir können es sogar einfacher machen. Wir können uns aber Java Version kopieren. Und hier zum Beispiel da rein. Dann Dollarzeichen, auch diese geschweiften Klammern. Und da schreiben wir einfach nur Java Version rein. Dann nimmt er das, was hier oben bei uns steht, in der Property Java Version. Genau, jetzt müssen wir einmal durchgucken, ob das noch irgendwo anders ist. Nein, haben wir nicht. Dann können wir noch, weil wir jetzt schon auf der 1.14 sind, auf der 1.16.4, müsste rein theoretisch hier auch die 1.16.4 schon gehen. Das werden wir gleich sehen. Ich gucke einmal kurz bei mir. Ach, ich habe das leider noch nicht drin. Genau, und hier werden wir noch die Kotlin SDK Lib JTK 8, da tun wir auf das minus JTK 8 rauslöschen. Denn wir wollen ja mit der Java 14 programmieren und nicht auf die Java 1.8 kompilieren. Dann drücken wir hier rechts oben in der Leiste einmal auf dieses Load Maven Changes
Und dann dauert das jetzt erstmal eine Weile. Denn jetzt muss er alles, was wir gerade ihm gesagt haben, runterladen. Wenn ihr Kotlin noch nie hattet, wird er jetzt erstmal die Kotlin SDK runterladen und euch installieren. Bei mir geht das Ganze jetzt ein bisschen schneller, weil er alles schon hat. Jetzt gucke ich nur, was er sich hier noch beschwert. Ah, er hat die Kotlin-Version nicht gefunden. Dann tun wir das einfach mal auf die 1.4.20 ändern und hoffen, dass er das findet. Findet er auch nicht. Was soll denn das hier heute? Jetzt beschwert er sich auch. Davor hat er sich aber nicht beschwert. Dann lassen wir es doch nochmal so und probieren es nochmal. Ob es einfach nur ein bisschen gedauert hat, bis es aktualisiert wird. Normalerweise sollte er da ja nichts Falsches vorschlagen. Hm. Er mag das Plugin gerade nicht. Aber er sagt uns gesynkt. Und hier unten beschwert er sich auch nicht. Jetzt gucke ich einmal kurz, was ich bei mir da drin stehen habe. Ich benutze hier die 1.4.10. Aber benutzen wir jetzt auch einfach mal die 1.4.10, weil da weiß ich, dass sie geht. Die 20 ist noch sehr neu. Ah, jetzt macht er auch gar keinen Stress mehr. Ja, dann lassen wir doch die 1.20 natürlich. Also. Nee. Okay, das kommt echt von dem 1.4.10. Dann lassen wir die 1.4.10, weil da macht er keinen Stress und dann haben wir es auf jeden Fall richtig. Das mit der 1.4.20, das ist noch sehr neu. Da Kotlin eine sehr, sehr neue Sprache ist, die gibt es jetzt erst seit so 3-4 Jahren ungefähr. Das ist eine Sprache, die so in Zusammenarbeit zwischen zwischen JetBrains, also den Machern von hier zum Beispiel IntelliJ, und Google gemacht wurde. Und teilweise auch speziell auf Android-Entwicklung ausgelegt ist. Aber das braucht uns jetzt nicht zu stören. Wir wollen natürlich nicht Android entwickeln, sondern hier jetzt ein Minecraft-Plugin machen. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück in unser Plugin und machen jetzt nochmal Rechtsklick hier drauf. Convert Java File to Kotlin File. Und jetzt wird er uns das Ganze konvertieren, denn jetzt haben wir hier auch wirklich Kotlin in unserem Projekt drin. Dann sagt er uns jetzt hier noch, ja, er muss ein bisschen was anpassen. Dann sagen wir, ja, das wollen wir. Dann dauert das einmal kurz und dann sollte er uns gleich das Kotlin nochmal neu laden. Oder auch nicht. Und wir warten. Und wir warten. Und wir warten. Ich darf aber die Klasse einmal nochmal neu öffnen. Das mag er gerade nicht. Dann tue ich aber IntelliJ einmal nochmal neu starten. Sollte da bei euch erstmal so ein paar Fehler auftauchen oder so, dann startet ihr einfach IntelliJ einmal neu, dann geht alles. Es sind noch ein paar anfängliche Schwierigkeiten von Kotlin bzw. IntelliJ. Und ja, da machen wir uns einfach gar keinen großen Kopf drum, sondern machen einfach jetzt weiter. Und zwar wollen wir jetzt ein Lobby-Plugin wieder machen, beziehungsweise wir machen erstmal die Grundfunktionen eines Standard-Plugins. Und dafür machen wir ein bisschen Platz. Und jetzt wollen wir es wieder so ähnlich haben wie damals unser Java-Plugin. Das heißt, wir wollen jetzt ein Präfix zum Beispiel haben, der überall gleich ist. Und da machen wir jetzt was bisschen anderes als sonst. Und zwar machen wir uns jetzt hier erstmal eine Utils. Ein Package, das nennen wir einfach mal Utils. Und hier zum Beispiel machen wir jetzt die Settings. Da machen wir hier Kotlin File Class und wählen hier ein Object aus. Object ist an sich etwas Statisches, wie in Java. Nur, dass wir hier jetzt eben ein Objekt haben, das statisch ist. Das heißt, wir machen jetzt hier zum Beispiel Settings. Und haben jetzt hier ein Object Settings. Und da drin werden wir jetzt verschiedene Variablen definieren, die wir im ganzen Projekt dauerhaft benutzen können. Zum Beispiel eben ein Präfix. Und den Präfix, den wollen wir nicht ändern, den werden wir jetzt gleich setzen. Und dementsprechend benutzen wir val für value. Also es gibt an sich, um das mal zu erklären, es gibt val und es gibt var. Val ist einfach value, das heißt, es ist etwas, was ich nicht mehr ändern kann. Und var ist etwas, was ich noch ändern könnte. Aber standardmäßig versucht man immer mit val zu programmieren und nur, wenn es benötigt wird, auf var zu wechseln. Das heißt, wir machen jetzt val. Und jetzt müssen wir eine Besonderheit beachten, im Gegensatz zu Java. Und zwar drehen wir die Typisierung und die Benennung um. Das heißt, wir schreiben jetzt erst den Namen des Objektes hin. Also zum Beispiel Präfix. Machen wir es klein. So, wir machen schon groß, weil wir das als
statische Variable haben, dann haben wir es eher wie in Java. Und da müssen wir es größer drin. Jetzt machen wir hier einen Doppelpunkt und dann die Typisierung. Und das wäre ein String. Aber das müssen wir jetzt gar nicht machen, weil ein String können wir auch einfach mit ist gleich und dann die zwei Anführungszeichen machen. Dann weiß Kotlin automatisch, dass hier ein String ist. Sagt er hier auch direkt public final, weil Präfix String. Das heißt, durch das weil sind wir final geworden. Und es ist ein String, weil wir ein String gemacht haben. Und das ist public, weil wir hier kein private davor geschrieben haben. So, und im Gegensatz zu Java müssen wir hinten dran auch kein nerviges Semikolon machen. Das fällt einfach weg. Das heißt, vor allem für Anfänger ist das sehr, sehr viel einfacher, da ihr das Semikolon gar nicht vergessen könnt, weil wir brauchen es nicht. So, hier machen wir jetzt zum Beispiel Dollarzeichen, Paragraphzeichen, A, Tutorial, Plugin. Dann machen wir ein Paragraphzeichen. Oh, wie ging das jetzt nochmal auf meiner Tastatur? So, machen irgendein cooles Zeichen dahin und machen ein F. So, jetzt haben wir hier einen schönen Präfix. Und jetzt können wir was Cooles machen. Die Klasse können wir schließen, die Settings. Und wir gehen jetzt hier zum Beispiel in onEnable. Und jetzt werden wir wieder den Bucket-Command-Sender holen, um etwas Farbiges zu schreiben. Dafür machen wir uns noch eine kleine Hilfsmethode. Ich würde sagen, die machen wir auch in der Settings drin oder in einer anderen Klasse. Ich zeige es jetzt einfach mal in der Settings, weil an sich geht das überall genauso. Und das ist eine Methode oder eine Funktion, deswegen benutzen wir fun für Function. Und jetzt benennen wir die einfach. Also da brauchen wir auch wieder keinen Rückgabeparameter wie void in Java. Wir zeigen Kotlin jetzt. Und das nennen wir einfach debug oder Mama send. Dann haben wir es einheitlicher. Und da machen wir jetzt einfach nur eine Nachricht. Nennen wir einfach nur Message. Doppelpunkt String, denn das ist ein String. Und machen jetzt ein Bucket.getConsoleSender.sendMessage und übergeben einfach die Message. Beziehungsweise wir werden jetzt hier sogar vorne dran einfach noch den Präfix schreiben. Und das Ganze können wir jetzt ein bisschen cooler kombinieren als in Java. Und zwar werden wir das Ganze jetzt einfach zu einem Template-String machen. Das heißt, wir machen da einfach mal String rum. Jetzt wäre es ja einfach nur die Nachricht-Präfix-Message, das wollen wir nicht. Und jetzt machen wir einfach vor jede Variable ein Dollarzeichen. Und damit sagen wir quasi, er soll die Variable Präfix hier reinschreiben in diesen String, ein Leerzeichen dann machen und die Variable Message machen. Gut, die brauchen wir, das Leerzeichen dazwischen brauchen wir gar nicht, weil wir haben hier vorne schon das Leerzeichen. Machen wir es einfach so. Und jetzt haben wir noch eine coole Besonderheit an Kotlin, denn diese Send können wir jetzt einfach hier direkt aufrufen. Das heißt, wir machen jetzt nichts mit Settings.irgendwas, sondern wir schreiben jetzt einfach nur Send und importieren uns das. Das heißt, wir gehen einfach mit der Maus einmal drüber und klicken dann auf Import. Jetzt seht ihr hier oben, er hat uns die Methode importiert oder die Function. Jetzt können wir hier einfach nur schreiben Plugin aktiviert. Ja. Und dann ist das Plugin aktiviert. Und das Ganze können wir hier unten genauso machen und sagen deaktiviert. Jo, und jetzt haben wir unser erstes kleines Kotlin-Plugin schon gemacht mit ein paar coolen Funktionen. Wenn ihr drüber hovert, dann seht ihr auch immer direkt, was es so ist. Also das ist jetzt eine Public Final Fun Send. Also einmal, um das zu erklären, public ist wieder klar, das ist einfach, das ist öffentlich, ich kann von überall drauf zugreifen. Wenn es private wäre, könnte ich das Ganze hier jetzt nicht machen. Final heißt einfach, dass wir sie nicht bearbeiten können, aber das ist bei einer Methode eh immer der Fall. Fun steht im Function, also eine Methode, die wir aufrufen können. Send ist unser Name, den wir haben. Dann haben wir hier in Klammern die Parameter, also was übergeben wird, nämlich die Nachricht. Und das Ganze ist vom Typ String, also eine Text, den wir übergeben, das ist dieses Plugin aktiviert zum Beispiel. Und hier unten steht jetzt noch so ein komisches Doppelpunkt Unit. Und das ist dasselbe wie ein Void in Java. Das heißt, das Doppelpunkt sagt wieder, wir geben von der Methode etwas zurück. Also es hat quasi einen Rückgabewert. Und das Unit bedeutet dann einfach nur noch, wir geben nichts zurück. Da könnten wir natürlich auch mit Doppelpunkt, zum Beispiel hier hinter der Methode, Doppelpunkt String zum Beispiel können wir machen und dann müssten wir hier einen String zurückgeben in dieser Methode.
Jo, das waren so die grundlegenden Sachen von Kotlin. In der nächsten Folge werden wir ein bisschen weitermachen, ein bisschen wirklich in Minecraft reingehen, weil jetzt haben wir ja noch nicht so viel Minecraft gemacht. Werden auch wieder unseren eigenen Testserver aufsetzen und das Ganze nochmal testen, wie das denn wirklich auch mit Kotlin funktioniert. Weil da müssen wir ein bisschen mehr beachten beim Exportieren, dass die Kotlin-Libraries da auch mit reinkommen. Und ja, ich würde sagen, danke, dass ihr dabei wart, danke, dass ihr zugeschaut habt. Kommt auf den Discord, falls ihr Fragen habt. Erster Link in der Beschreibung. Und dann, tschüss, bis zum nächsten Mal.